Köln, Düsseldorf. 17 Jahre nach ihrem letzten Aufeinandertreffen gibt es den finalen Boxkampf zwischen Moderator Stefan Raab, 57, und der ehemaligen Boxweltmeisterin Regina Halmich, 47. Nun ist auch klar, wer das Spektakel im September übertragen wird. Die TV-Rechte am Kampf hat sich RTL gesichert. Das hat der Sender am heutigen Mittwoch offiziell mitgeteilt. Raab und Halmich werden am 14. September im Düsseldorfer PSD-Bankdome zum dritten und wahrscheinlich letzten Mal gegeneinander in den Ring steigen. Es soll nicht nur das mit Spannung erwartete TV-Comeback von Stefan Raab werden, der seit 2015 keine öffentlichen Fernsehauftritte mehr hatte, sondern auch die Revanche von der Revanche. Denn bisher hatte der heute 57-Jährige gegen Halmich keinen der beiden vorherigen Kämpfe gewinnen können. Die beiden bisherigen Ringschlachten zwischen Raab und Halmich waren 2001 und 2007 ein Riesen-TV-Erfolg. Jeweils mehr als 7 Millionen Zuschauer verfolgten damals, wie die 1,60 Meter kleine Regina Halmich Raab nach Strich und Faden vermöbelte. Im ersten Aufeinandertreffen brach sie ihm sogar die Nase. Regina Halmich will Stefan Raab wieder ordentlich verprügeln. RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek freut sich über die Ankündigung. Der Traum von vielen Millionen TV-Zuschauern und mein ganz persönlicher wird endlich wahr. Stefan Raab tritt wieder ins Rampenlicht und wir werden ihm die perfekte Bühne bereiten. Boxen auf RTL passt wie Reginas Faust auf Stefans Auge. Und auch Halmich selbst schickt schon mal ein paar flotte Sprüche Richtung der TV-Legende. Ich werde zeigen, dass ich es immer noch schaffe, ihm ordentlich eine zu verpassen.